Retro Gaming. Nintendo Entertainment System. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. It's NES Time und ich schaue mir heute Battle City in der Famicom-Version an. Und ja, ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal hier reingeladen, das Modul, und bin mal gespannt, was uns erwartet. Man sieht jetzt schon so ein bisschen, man fährt da mit Panzern rum und schießt sich wohl gegenseitig ab. One Player, Two Players, Construction, ja, ich bin One Player, also nehmen wir das. Um was geht es denn hier? Keine Ahnung. Läuft's denn? Ich kann. Was habe ich denn jetzt ausgewählt? Stage 3? Hallo? Konnte ich nicht einfach mit 1 anfangen? Also man kann mit A und B macht man das gleiche, nämlich schießen. Aha. Ich kann hier dann den Weg freischießen und wahrscheinlich geht es darum. Ach, man ist hier getarnt. Ah, komm doch her. Es geht wahrscheinlich darum, dass man seine Kontrahenten, genau, wegballert, bevor die es mit dir tun. Yes. Okay. Der war wahrscheinlich extra viel wert. Was ist denn das da oben? Granate. Ich kann mich nicht bewegen. Warum bin ich Game Over? Was ist passiert? Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich hätte da unten meine Flagge verteidigen müssen. Ja, wenn das so ist. Ja, jetzt habe ich es kapiert. Also, nochmal. One Player, Stage 1. Aha. Also ich muss da meinen Adler da unten verteidigen. So ist das also. Und hier materialisieren sich immer mehr. Das erinnert mich so ein bisschen an Phantompanzer für ein Atari 2600. Hör mal, du. Oh, Scheiße. wo man nämlich auch seine Basis gegen ranrückende Panzer verteidigen muss. Ja, das vom Spielprinzip ist das eben auch sowas. Ne? Man fährt da durch labyrinthartige Levels und muss die Panzer, die gegnerischen, daran hindern, die eigene Basis zu erreichen. So geschehen. Also schön war, probieren wir es nochmal. Also ich muss sagen, es hat ja eine sehr einfach gehaltene Grafik, aber Scheiße. Aber es gefällt mir trotzdem irgendwie. Es macht irgendwie Spaß. Ich bin ja sowieso Verfechter der Meinung, dass gute Spiele sich nicht durch irgendwie mega Grafik auszeichnen, sondern durch leichte Zugänglichkeit und Spielspaß. Und das steht für mich ganz klar im Vordergrund. Ich glaube, hier stehe ich nicht schlecht. Aber ins Kreuzfeuer wollte ich auch nicht geraten. Boah. Ja toll, jetzt hätte ich das da einsammeln können. Oh, das ist fein. Jetzt sollte ich da auch was draus machen. Genau. Nämlich euch tot. Ich hoffe, das hält noch einen Moment. Nein! Nicht weggekommen. Verdammt. Ich könnte mir vorstellen, dass das so im Zweispieler-Modus Spaß macht. Vorausgesetzt, es ist irgendwie zwei Spieler simultan und der eine muss versuchen, die Basis des anderen zu kriegen. Wow. Das war verdammt knapp, glaube ich. Ja, ja. Boah, die fräsen mir die ganzen Mauern weg. Du nicht. Ja, es erinnert mich wirklich stark an Phantompanzer. Was ich auf dem Atari schon total gesuchtet habe früher. Und hier die Version habe ich noch nie gespielt. Ich bin ja gerade dabei zu entdecken, was alles so Schönes auf meinem Famicom-Modul drauf ist. 220 in 1. Und wie ihr vielleicht schon erahnt habt, ich zock das hier auf meinem AVS von Retro USB. Sozusagen mein neues NES. Immerhin, ein paar Punkte habe ich gemacht und ich denke mal, wir können ja mal einfach noch ein anderes Level auswählen, denn das war ja hier möglich, ne? Wie war das nochmal? Die Frage ist, wie war es möglich? Also, ah ja, mit A und B wechselt man den durch. Wie viele Level gibt es denn?
Komm, wir nehmen die 13. So, gucken wir mal, was passiert. Wahrscheinlich gibt es jetzt mal so richtig auf den Sack. Muss ich mir selber erstmal den Weg freischießen, damit ich hier raus kann. Gut, dann heißt das, die anderen haben genauso einen schweren Weg vor sich. Komm. Yes, hab dich. Kommt nur. Ich warte hier auf euch. Kann ich durch den Wald schießen? Wie sie in den Wald hereinschießt, so kommt's auch wieder heraus. Dang. Ah! Ja, was passieren kann, ist, dass man irgendwo an der Ecke hängen bleibt. Dann hakt's. Und wenn man dann nicht wegkommt, ja, dann ist man am und im Arsch. Oha. Ich glaube, ich wage mich hier sehr weit in ein gefährliches Gebiet vor. Ich sollte mich verpissen. Ah, das war eine Smart Bomb. Was ist das für ein... Was bist du so schnell? Oh, der konnte auch mehrere Schüsse ab. Das ist eine ganz andere Panzersorte. Ja, komm du mir mal herunter, Freund. Komm, komm, komm. Nein, du nicht. Du nicht. Nein. Scheiße, ey. Zweimal direkt vor der Flinte gehabt. Ich muss sagen, das Ding macht erstaunlich Spaß. Obwohl das wirklich so easy in der Machart ist. Ich bin echt positiv überrascht. Wieder so ein Ding, wo ich sagen würde, er hättest du nicht mit gerechnet. Okay, war das gut? Nein, war es nicht. Boah, die können immer mehr Schüsse ab, die Viecher. Das macht Laune. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Ja, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass Battle City ein wirklich brauchbares Game ist, meiner Meinung nach. Aber wie immer interessiert mich natürlich auch eure Meinung zum Game. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß für die paar Minuten. Und ich kann es empfehlen, wenn ihr das mal irgendwo entdeckt, schlagt zu. Und ja, ich hoffe, euch hat das Zuschauen Spaß gemacht. Mir, wie gesagt, hat Zocken Spaß gemacht. Und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wenn es heißt, zockt mal wieder mit Tomaniac. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, Leute!